Hallo zusammen. Ich würde heute schnell ein Erlebnis erzählen über ein Restaurant in Zürich. Zürich-Restaurants, das ist irgendwie eine komische Sache. Ich bin wirklich letztens so vor einem Auftritt, da wollte ich noch schnell etwas essen. Bin in so ein Pop-Up-Restaurant rein, da kommt so ein bärtiger Dude mit einem karierten Hemd auf mich zu. Sagt so, hey, ciao, hoi, hey, weißt du, wie es bei uns funktioniert? Und dann habe ich gesagt, also was funktioniert? Also, das ist ein Restaurant, kein fucking Escape Room. Ich weiss, wie ein Restaurant funktioniert, oder? Du bestellst, du isst und gibst einmal die Monatsmiete ab. So läuft das in Zürich. Er sagt, ja, nein, weißt, bei uns, wir haben eben keine Vorspeise und keine Hauptspeise. Weißt, bei uns gibt es nur Teller. Ah, okay, Shared Plates, ganz ein neues Konzept. Also, ist schon so. Du fängst nicht mehr in ein Restaurant reingehen, ohne dass es so Shared Plates gibt. Wobei, man kann ja sagen, es ist eine gute Sache, so Solidarität, seine Teller teilen. Ich sehe das auch so, man redet viel vom Individualismus in unserer Gesellschaft, aber es ist durchaus Solidarität herum. Ich bin letztens mit meinem Kollegen etwas trinken, dann war die ganze Zeit am Handy und es hat mich genervt, was machst du immer am Handy? Ich sagte, ja, sorry, ich muss eben da noch schnell die Pille danach twinten. Also was Pille da nachtwinden? Also, ja, weißt, ich habe gestern einen im Ausgang kennengelernt und jetzt muss ich eben der das noch zahlen. Ich so, ja, geil, wirklich so ein Motto also, von unserer Generation. Schiss auf geschützten Geschlechtsverkehr, umgekehrt. Schiss auf ungeschützten Geschlechtsverkehr, Hauptsache geschützten Zahlungsverkehr. Ich bin Zürich ist eine schwierige Stadt. Ich war auf Wohnungssuche vor ein paar Monaten und das ist wirklich noch schwierig, weil so eine bezahlbare, vielleicht mit Balkon ausgestattete, einigermaßen zentrale Wohnung, das ist etwa so schwierig zu finden in Zürich wie ein gut aussehender Mensch in einer Guckenmusik. Und das Problem ist ja, bei Wohnungen im Gegensatz zu Menschen kannst du sie dir ja nicht schön trinken. Also gut, ich habe es versucht, ich war wirklich so verzweifelt gewesen, so nach der 10. Besichtigung habe ich gefunden, komm, einfach mal so ein Sixpack Bier hintertatscht. Bin ich an die Besichtigung gekommen und ich kann jetzt doch aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich bei der Chance auf Bewerbung nicht wahnsinnig gut macht, wenn man zur Begrüßung bei der Verwaltung, bei der Besichtigung vor den Eingang herkieset. Ich habe dann aber eine Wohnung gefunden und wollte dann zügeln. Und da ist mir etwas aufgefallen. Ich habe vielleicht etwa so 520 Follower auf Instagram, 800 Freunde auf Facebook, 43 Gruppenchats mit Leuten auf WhatsApp. Aber am Tag, wo ich zügeln wollte, hatte ich keine Sau Zeit gehabt. Wirklich, zügeln, sagen wir, du zügeln, das ist etwa so, wie wenn man während Corona-Zeiten im Tram hustet. Zack, alle weg. Gut, jemand ist mir dann doch noch helfen. Meine Mutter hat Erbarmen gehabt. Meine Mutter ist sehr ein sozialer Mensch, sehr ein gütiger Mensch, weil ihr ist wirklich ein grosses Anliegen, dass ich endlich von zu Hause ausziehe. Sie haben mir geholfen und ich habe mir dann aber trotzdem nach dem Ganzen noch ein paar Gedanken gemacht irgendwie über meine Kollegen, also gefunden, vielleicht müsstest du auch wieder mal etwas machen. Ich habe jetzt gesagt, komm, ich mache mal wieder ein Fest für all meine Kollegen. Vielleicht jetzt nicht an meinem Geburtstag, sondern so mehr an meinem nächsten Zügeltermin. Ja, ich wollte tatsächlich auch schon mal auswandern von Zürich. Ich bin vor so mit 20 ist es gewesen, vor etwa 10 Jahren habe ich wirklich den grossen Traum gehabt, zum Auswandern. Und ich habe dann wirklich vom einen Tag auf den anderen habe ich all meine Sachen gepackt, bin zu Zürich an den Hauptbahnhof gelaufen und bin einfach mal so in den Zug eingestiegen. Das war dummerweise das S12 gewesen. Habe ich 5 Jahre zur Winterthur gelebt. Winterthur oder die IS-Hauptstadt der Schweiz, hat man ja überall lesen können, in den letzten Jahren in den Zeitungen, dass von Winterthur aus in dieser Moschee also, junge Männer zu IS-Kämpfern hergezüchtet werden und dann von dort aus in den Heiligen Krieg ziehen. Ich finde, Winterthur ist eine sehr lustige Stadt. Winterthur, die IS-Hauptstadt der Schweiz, braut ein Bier mit dem Namen Kopf ab. Schönes Detail auch von diesem Bier, weisse Schrift auf schwarzem Grund. Auch aufgefallen ist mir zu Winterthur, gerade so als erstes, als ich dort angezogen bin, es hat so einen Coiffeursalon mitten in der Stadt, der heisst Windherrtour. Und ich weiss, es ist so ein Phänomen von Coiffeurnamen, dass die irgendwie, es muss immer ein lustiges Wortspiel drin haben. Ich habe in Bern mal gesehen, dort habe ich gesehen, der Coiffeur vier Haareszeiten. Oder auch ganz schön Haarbrakadabra. Manchmal frage ich mich, warum Coiffeusen und Coiffeure nicht mehr Stand-up-Comedy machen, he? Wenn die so einen guten Humor haben. Wobei, man muss auch noch sagen, für Stand-up-Comedy braucht es schon auch, da braucht es schon auch ein bisschen mehr. Da braucht es schon auch, zum Stand-up-Comedy machen muss man schon zuerst einmal so ein bisschen einen Komplex haben, he? Irgendetwas, was man muss verarbeiten muss. Bei mir ist das, ich kann da offen darüber reden, ich glaube, mein Komplex ist, ich habe immer viel zu jung ausgesehen für mein Alter. Ich kann mich zum Beispiel noch gut erinnern,
wo ich mit 19 so meinen ersten richtigen Job hatte. Da bin ich so am ersten Arbeitstag ins Büro reingekommen. Schaue mich die Sekretärin so an. Sie sagt so, ah, gar nicht gewusst, dass es Zukunftstag ist. Ein paar Monate später war dann tatsächlich Zukunftstag. Das ist da, wo die Kinder mit den Eltern arbeiten können, schauen, wie sie arbeiten. Da kommt der Bub vom Arbeitskollegen kommt so zu mir, schaut mich so an und sagt so, und, welches ist dein Papi? Aber es gibt Hoffnung. Es gibt durchaus Hoffnung für alle Männer mit einem Bubi-Gesicht. Die Hoffnung, dass wenn man nur genug lang wartet, dass einem irgendwann ein Bart wächst. So ein Bart auf einem Bubi-Gesicht ist wie der Schimmel auf einem Käse. Zeugt von Reife und kann auch stinken, wenn Essensreste drin hängen bleiben. Wenn du einen Bart hast, musst du eigentlich nur noch ein kariertes Hemd anlegen. Und schon ist aus einem Milchbubi ein kanadischer Holzfäller geworden. So ein Lumberjack, Lumbersexual. Ja gut, ich habe sehr viele karierte Hemden zu Hause. Jetzt ist es nur so mit dem Bartwuchs. Also, es wächst ja schon etwas bei mir. Aber wenn ich mir einen Bart wachsen lasse, dann sieht es mehr so aus wie ein verkohlter Pizzarand. Danke vielmals. Der Philipp Widokia, du hoffst gerade, dass er wiederkehrt. Das war echt gut gewesen. Er muss wiederkommen. Philipp Widokia, geht online, googelt ihn. Ihr findet viel für ihn. Er ist ein lustiger Typ. Ich hätte ihm noch länger zulassen können. Philipp Widokia, merkt euch den Namen.